Sie träumten schon immer von Ferrari? Wahrscheinlich hat sie lediglich der Preis von einem Kauf abgehalten. Ferrari will in die Öffentlichkeit gehen, was uns das Traumauto vielleicht schon bald etwas näher bringen wird. Ich begrüße Sie zur Presseschau. Mein Name ist Monika Gibson. Ferraris Ruf als ein Auto für die Superreichen tritt auf Vollgas. Der Wert des begehrenswerten Status als ein Autohersteller für die Superreichen soll durch ein öffentliches Angebot von bis zu 11 Millionen Euro erhöht werden. Die aktualisierte offizielle Preisklasse wird heute veröffentlicht. Bloomberg sagt, dass die Präsentation für Interessenten schon in der kommenden Woche passieren wird. Somit kommt auch Ferrari und dessen Anhänger eine ziemlich interessante Zeit zu. Man sagt, dass diese Neuigkeit eine Antwort auf den jüngsten VW-Skandal sei. Adam Wooden, der Gründer der ADV Capital Partners, sagt, die unantastbare Luxuriosität rechtfertigt die kapitale Intensität des Unternehmens, die Erträge, dessen skalierte Produktion, dessen operativer Einfluss und unelastische Preise. Profit margins at scaled unit production, operating leverage and price inelasticity. 19% von Ferrari gehören dem Fiat-Chrysler-Unternehmen. 10% kommen Piero Ferrari, dem Sohn des Unternehmensgründers, zu. Ferrari will sich von Fiat-Chrysler trennen und plant, 80% des Unternehmensanteils an die entsprechenden Anteilseigner auszuzahlen. Diese Nachricht folgte nach einer Veröffentlichung im Juli, als man 10% der Anteile an die NYCE auszahlen wollte. Werden die Konsumenten von diesem großen Kuchen auch ein Stück abbekommen? Ferrari ist bekannt für dessen geringe Vorratsumfänge, weil die Kunden die Exklusivität dieser Marke lieben. Das italienisch-amerikanische Design soll die Grenzen der Markenexklusivität von Ferrari sprengen. Das Unternehmen will die Produktion seiner Luxusautomobile im Jahr 2019 von 7.000 auf 9.000 erweitern. Damit wird das Unternehmen dessen Produktionsgrenze von 7.000 Autos jährlich sprengen. Lapo Elkan kommentiert, Ferrari ist eine Legende. Aufgrund der gerechtfertigten Luxuriosität verkauft das Unternehmen keine Autos, sondern Träume. And because of the value and the brand and its track record on profitability, you don't sell a car, you sell a dream. Das war es für heute. Verpassen Sie nicht unsere Währungsprognose, den Wochenrückblick und die Gemeinschaftsstars. Bis bald. Thanks for watching and bye for now.